Und du schaffst es ja dem nicht mal auszuweichen. Oh oh. Warte, warte, was sind denn das für Scheißbücher? Steht denn das in dem Buch drin oder so? Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen. Vor allem nervig ist es für mich, weil ich. Ganz kurz. Steht hier irgendwas drinnen? Ne, ist ein Boss, den will ich nicht sehen. What the fuck, was... Ach, hier. Bla, bla, bla. Sind... Okay. Scheiße, ich hätte nicht zumachen sollen. Na, ja, verdammt, ey. Ganz kurz noch. Ach, ich finde das schon wieder irgendwann. Ich muss die Statuen alle einzeln zerstören, aber wenn ich zum Leuchtturm zurückgehe, respawne ich. Nur wenn ich sterben sollte oder reisen, also wenn das Gebiet neu geladen wird. Das heißt... Aber was passiert, wenn ich zum Feuer gehe und dann sterbe? So, Lebenstein. Heilige dagegen, Lebenstein. So, jetzt hole ich mir sofort wieder ein Ding. Mal gucken, ob sich das wirklich bewahrheitet. Oder ob das wieder in so ein... Nee, wir müssen dich ärgern. Nee, die respawn tatsächlich nicht. Finde ich cool. Man muss ja quasi immer wieder. So. Oh nein. Na gut, das hätte ich vielleicht doch noch geschafft, wenn ich mich geeilt hätte. Spawn zwar die Gegner, aber die sind jetzt nicht ganz so schlimm. Und um ehrlich zu sein, ist mir auch scheißegal, ob die Gegner spawnen oder nicht. Die können eh nix. Oh, nicht runterfallen. Ich sterbe. Es halten echt drei Schläge aus. Einfach mal die Dinge aufs. Oh Gott, hab ich gerade erschrocken. Der wieder. Dann wie soll ich den wieder oben zerstören? Genau, dann trifft mich noch mal eins. Ach so, wartet, scheiße. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt die Lebensstände verwenden, wenn ich sowieso Estus Flask sowieso wieder bekomme die ganze Zeit. Nachdem ich wieder zum Leuchtturm zurück bin. Verdammt. Daran habe ich natürlich wieder nicht gedacht.
So. Sind da zumindest die ganze Stadt hier noch. Komm schon. So. Komm gleich schon an. So, du bist weg. Oh, der hat ein Item. Oh, Titanscheiben droppen die. Oder zumindest hat der doch Glück mal eine Titanscheibe gedroppt. Ich nehme ich auch mit. Oh nein, nicht die. So. Jetzt glaube ich die nicht erwischen oder so. Also eigentlich ich sterbe. Es wäre so bitter, wenn ich vor dem Boss nicht nochmal zurück. Dann komme ich wieder. Und stirbt dann wirklich genau beim letzten Version, weil das irgendwo vor dem Boss noch so ein Monster, das schubst mich runter oder killt mich, weil ich zu übermütig bin oder so. Das wäre dann natürlich, weil ich weiß, dass jetzt ein Boss kommt, weil das stand da. Also man sollte sich den Weg zum Boss freimachen. Aber ich weiß halt nicht, welcher Boss, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass irgend so ein hässliches Viech kommt. Abstand halt schon. Als der Wurm sieht echt creepy aus. Und der hält ganz schön viel aus. Aber der kann rein gar nichts. So. Tut mir leid, dass ich ein bisschen still bin, aber ich weiß auch, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. So. Ist kein Problem. Oh, da unten ist was. Verschlossen. Unterhalb. Nochmal springen, okay. Da setze ich aber lieber doch den Katzenring ein. Der hat sich da doch ein bisschen gelohnt. Unterhalb, also hier wahrscheinlich. Wo gehe ich denn hier bitte schön hin? Ich sag schon gar nichts mehr. Das ist wahrscheinlich gar nicht gelohnt, die ganzen Dinger zu zerstören. Okay. Alter, was ist das? Nein. Was ist das denn schon wieder? Was ist das für ein hässliches Tier? Verpiss dich mal von mir. Leute. Okay, das ist jetzt wieder so typisch Dark Souls. Ich
gehe sowieso nicht davon aus, dass ich die blocken kann. Und dass die... Wieso führen die mich hier runter? What the fuck? Geheimpfad, ja, Geheimpfad am Arsch. Zwei von diesen Viechern, was ist denn das schon wieder? Was ist das? Was ist das? Lauter Finstergeister, die kein Mensch braucht. Vor allem, ich bin ja jetzt gestorben. Ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, dass dieses Spiel mich am Arsch kratzen kann. Nee, aber... Jetzt komm schon, wo bist du denn? Wie's hit? Verdammt, ich hätte mir vorhin irgendwie markieren sollen oder so. Oder kommt das Loch vor? Tut mir leid, dass ihr wieder warten müsst. Bla bla bla, ihr könnt ja vorspielen. Spulen. Ne, hier müsste gleich ein Cut kommen wahrscheinlich. Ein Cut, ja, ein Cut. Das heißt, ihr habt Pech gehabt. Na, zumindest fast. Wartet ganz kurz. Ich bin kurz davor. Ich hab schon fast. Ja, ja, hier, ja. Ja, hier. 15, 1. Ey, 1. 1. Wo ist denn 1? Das Leuchtfeuer. I. Nein, I. Wo ist denn I? Weltereignis. Das heißt, da hinten. Was sind 20? 20 ist wahrscheinlich der Boss. Ja, da ist der Boss. Okay. Was ist denn das? 162. Nein. Jetzt weiß ich aber zumindest, was das ist. Also, es ist. Oh, boom. Oh, boom. Aber ich schaff's mich nicht vorbeizuschleichen an denen, oder? Also, an den Viehern, an den Würmern. Und das braucht ganz schön viel aus. Und ich glaube, es lohnt sich gar nicht so oft zurückzurennen. Ich mache einfach so. Vergift heute. Oh Gott, ich habe noch so viel Gift. Ja, Mensch, ich kann zurückkommen. So, jetzt habe ich nicht wieder mehr Leben. Und von den Menschen habe ich so ein bisschen mehr. Was für ein hässliches Tier. Verpiss dich mal von mir. Wieso bin ich jetzt schon wieder vergiftet? Wieso ist das so schnell? Oder ich noch einen vergessen? Ach so, der, wo da liegt. Ach so. Ja, endlich. Puh, halt, ich sollte wahrscheinlich immer, wenn meine... Oh Gott. Ja, jetzt kommen wir jetzt beide. Komm schon. So. Zack. Oh. Was nicht vergiftet? Jetzt bin ich vergiftet. Na klar, war ja so klar. Ja, ja. Seine Tage schreien ich so. Und der kann überhaupt nichts. Und ich muss unbedingt die Waffe wechseln. Was macht der da? Was für ein hässliches Tier. Verpiss dich mal, Familie. Woher ist das? Long,
Oh, das war knapp. Ich habe keine Essos bekommen, das heißt, wenn ich vergiftet bin, muss ich zurück.